Jette, bis zu deinen ersten Olympischen Spielen ist es nicht mehr lang. Wir sind ja schon im Juli. Zählst du schon die Stunden? Nee, eigentlich noch nicht. Also die Stunden nicht, aber also ich kann es schon kaum abwarten, weil diese Vorbereitung dann doch schon relativ lang gewesen ist. Von Februar, wo wir diesen Kundenplatz geholt haben, bis jetzt irgendwann, ja, was heißt nervt, aber irgendwann möchte man auch einfach, dass es losgeht und wir freuen uns ja auch alle darauf oder ich freue mich auch sehr. Und ja, jetzt kann es auch langsam mal losgehen. Die Ja. Klamotten hast du, glaube ich, schon, ne? Einkleidung war ja. Ja, genau, meine Mama wäscht die gerade, deswegen habe ich das jetzt nicht an. Wenn man zum ersten Mal dabei ist, ist so eine Einkleidung auch nochmal so ein besonderer Termin oder ist das irgendwie, da fährt man hin, guckt sich die Klamotten an, packt die ein und haut wieder ab? Nee, also das war schon, glaube ich, auch der erste Schritt Richtung Olympia gewesen, einfach am Samstag. Weil davor war es, hat es sich einfach nicht so richtig so angefühlt. Wir haben halt die ganze Zeit trainiert und Lehrgänge gemacht. Aber so, da war nichts Besonderes dran. Und dass wir dann Samstag dahin gefahren sind, war halt wirklich eine coole Erfahrung auch. Und es hat auch riesig Spaß gemacht, einfach diese Sachen anzuprobieren. Und ja, da wurde die Vorfreude dann natürlich noch größer. Einfach auf Olympia, ja. Gefallen dir denn die Klamotten? Ja, also ich glaube, es gibt immer ein paar Teile, die einem nicht so gut gefallen, aber ich glaube schon, die meisten Sachen gefallen mir sehr gut. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon, die dann anziehen zu dürfen. Ja. Was denkst du sonst so, wenn du an Paris denkst? Es ist ja auch eine ganz neue Halle, es ist ja alles neu. Für dich ist es neu, du bist dann neu. Was sind da so, was passiert da so in deinem Kopf? Boah. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Paris an sich, ich war ja schon oft in Paris, ist wirklich eine schöne Stadt. Ich mag es gerne dort. Ich glaube, ich würde sogar sagen, Paris ist eine meiner Lieblingsstädte. Und ja, dass halt da noch, dann noch ein riesiges Event ist, ist natürlich noch schöner. Wir haben auch schon ein paar Einblicke bekommen vom, vom Dorf, also wie das da aussehen soll. Auch von den, haben auch schon die Grundrisse für die Zimmer gesehen. Und auch schon so ein bisschen. Ja, die Zimmeraufteilung schon ein bisschen geplant, sag ich mal. Und ja, also ich finde es, ich freue mich wirklich. Es ist zwar neu, aber es ist ja bei jedem Wett. Es, bei einer WM ist es ja genau dasselbe. Die WM ist meistens ja auch da, wo wir noch nie waren. Also es ist für uns jetzt nichts Neues, sag ich mal, was Neues. Spielt das für deinen Sport überhaupt eine Rolle, ob man da zum ersten Mal in dieser Halle ist oder ob man da zum 20. Mal schon da gewesen ist? Ich würde schon sagen, eigentlich spielt das schon eine große Rolle, weil ja, wir, wie gesagt, wir fahren ja schon am 19. hin. Das heißt, eine Woche vor, ich glaube, wir werden auch die ersten vor Ort sein, weil wir einfach Zeit brauchen, uns auch einfach auf die Bretter und auf die Halle einzugewöhnen. Weil jedes Brett, man denkt es gar nicht, aber jedes Brett ist halt anders. Und am Anfang sind die Bretter halt auch noch relativ, also wenn noch nie drauf gesprungen wurde, noch relativ hart. Also ich persönlich brauche immer relativ lange, um mich da wirklich einzugewöhnen. Und wenn ich halt jetzt hier in Rostock springe, ich springe hier seitdem ich angefangen habe mit Wasserspringen, das ist natürlich was komplett anderes. Oder in Berlin. In Deutschland sind wir mittlerweile ja so oft am Trainieren. Wir kennen die Hallen alle. Aber dann in Paris wird es halt was anderes. Und ich finde schon, es macht schon einen Unterschied. Aber am Ende ist es ja so, dass alle diesen Unterschied haben, sag ich mal. Weil halt alle oder keiner vor Ort vorher da ist. Also die Franzosen, soweit ich weiß, trainieren die da auch, also dürfen die auch nicht in der Halle trainieren zurzeit. Deswegen haben die ja jetzt auch keinen Heimvorteil oder so, weil die Halle ja so, sowieso halt erst seit kurzem erst steht, sag ich mal. Genau, Deswegen eröffnet am 4. April, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, genau, genau. ja. Also ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, aber man kriegt es natürlich auch mit über Social Media und so. Und soweit ich weiß, trainieren die nicht in der Halle. In der Olympiahalle. Deswegen hat an sich ja gar keiner irgendwie einen Vorteil da. Also eigentlich ist es dann ja auch besser, weil wir alle dieselben Voraussetzungen, dieselben Bedingungen haben am Ende. Du hast eben gesagt, das Brett spielt dann schon eine Rolle. Ich frage mal ganz doof, spielt das Wasser eigentlich eine Rolle? Geht so. Also manchmal ist es halt. Desto weicher das Wasser ist, desto schwieriger ist es halt da zu tauchen, also eine gute Endphase zu machen.
Aber ja, ich glaube, das ist jetzt das Letzte, worauf wir uns fokussieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Wasser dort wird, aber man merkt es manchmal schon an dem Wasser, wenn man dann auf einmal dann gar nicht mehr so gut tauchen kann, dass es dann am Wasser liegt. Aber ja, das kann man dann eh nicht ändern. Ist ja auch, wie gesagt, haben halt alle dieselben Bedingungen, ne? Bedingungen. Also von daher, ja. Du hast zwei Disziplinen gewonnen. Einmal 3 Meter Brett Single, sage ich mal, Einzel und einmal im Synchronspringen. Was machst du lieber? Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also auf der einen Seite mag ich total gerne synchron an der Seite von Lena springen, weil ja, es macht halt einfach mehr Spaß, mit jemandem zusammenzuspringen, vor allem wenn man sich halt gut versteht und sehr gut befreundet ist, so wie wir. Vor allem, weil bei Olympia sind ja auch, ist man ja direkt im Finale. Und da ist es halt logischerweise leichter, eine Medaille zu gewinnen, weil der Weg halt ein bisschen kürzer ist, sag ich mal. Aber Einzel mag ich auch gerne. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten halt oder Angst, mit Lena zusammenzuspringen, weil ich einfach Angst vor diesem Druck hatte. Ich wusste, Lena hat schon eine Olympiamedaille gewonnen in Synchron. Und das war halt für mich so, oh ja, jetzt muss ich mich halt auch anstrengen. Und ich habe halt wirklich oft noch Angst, dass ich halt, wenn ich halt schlecht springe und sie halt gut springe, dass ich sie sozusagen damit reinreiße. Aber mittlerweile ist es auch schon besser geworden. Und mittlerweile, ja. Und ich weiß auch von ihrer Seite, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler mache, dass ich jetzt eben nicht Ärger bekomme oder so. Natürlich ist es ärgerlich dann, aber da wird unsere Freundschaft jetzt nicht gekündigt, wenn ich da jetzt einen Fehler mache. Aber eins spreche ich trotzdem auch sehr gerne. Aber ich glaube, am Ende tendiere ich doch eher zu synchron. Wie bist du mit Lena Henschel zusammengekommen? Das war letztes Jahr im November. Und zwar hatten wir ein Trainingslager in Dubai. Also wir waren in Dubai. Und dadurch, dass halt Lena ja in Amerika studiert und wir uns und sie halt die normalen Lehrgänge in Deutschland halt nicht mitgemacht hat und aber jetzt in Dubai da war, haben wir halt das so gemacht, dass jeder von uns, also wir sind ja 4 Mädchen gewesen, Saskia, Jana, Lisa, Lena und ich, und dann hat jeder mit jedem probiert, also jeder hat mit jedem ausprobiert und am Ende haben die Trainer halt geguckt, mit wem es halt am besten aussieht. Und haben sich dann halt dafür entschieden, dass Lena und ich zusammenspringen und halt Saskia und Jana Lisa. Und ja, am Ende haben wir auch die normalen, also wir sind ja auch gegeneinander gesprungen. Also Lena und ich gegen Saskia und Jana Lisa bei den halt Meisterschaften und das bessere Paar fährt dann logischerweise zu den Wettkämpfen hin. Und das waren dann am Ende Lena und ich. Ja. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt am gleichen Ort seid, oft könnt ihr denn trainieren? Wie oft redet ihr miteinander? Wie oft tauscht ihr euch aus? Also in letzter Zeit ja relativ oft. Wir sehen uns ja wirklich jetzt oft, weil sie in Deutschland ist und wir uns zusammen auf Olympia vorbereiten. Aber ich sag mal so, vor November kannten wir uns ja. Und wir haben uns auch gut verstanden, aber wir waren definitiv nicht so gut befreundet wie jetzt, weil wir ja ich sag mal, seit der WM so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass halt wir mittlerweile viel, viel mehr zusammengewachsen sind. Und vorher hatten wir natürlich so gar keinen Kontakt, wenn wir uns nicht gesehen haben. Und jetzt, ja, schreiben wir uns schon ab und zu, schicken uns vielleicht mal ein paar lustige Videos auf Instagram oder so. Ist auf jeden Fall schon viel mehr geworden. Und ja, genau. Wie macht ihr das mit der Choreografie? Entscheidet ihr beiden das? Hat der Trainer das letzte Wort? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, am Ende ist es ja so, dass wir von unseren Anläufen halt komplett gleich springen. Wir springen gleich hoch. Deswegen müssen wir uns da ja nicht irgendwie drauf aufeinander irgendwie umstellen oder so. Lena sagt halt, sag ich mal, und ab. Und dann laufen wir halt beide los. Und dann von da an konzentriert sich eigentlich jeder so ein bisschen auf sich selber.
Weil, wie gesagt, der Sprung ist halt, also wir springen gleich hoch, wir müssen uns jetzt nicht groß aufeinander umstellen. Und deswegen passt das halt alles. Und am Ende geht es auch ein bisschen darum, wie wir uns am wohlsten fühlen. Na klar, hat der Trainer da noch was mitzureden, aber am Ende ist es ja auch immer wichtig, darauf zu achten, wie wir uns damit fühlen. Und also wir müssen auch schon ein paar Sachen drauf achten. Zum Beispiel, wir haben einen Schraubensprung. Das ist unser erster Kühlsprung in der Serie. Und da muss zum Beispiel Lena darauf achten, dass sie halt ein bisschen später in die Schraube geht. Und ich muss halt darauf achten, dass ich halt ein bisschen früher in die Schraube gehe, damit es halt passt. Und das sind halt so Sachen, die dann der Trainer uns sagt, worauf wir achten müssen. Aber so auf die Synchronität achten wir halt schon selber und arbeiten auch selber viel dran. Ist dann so eine Choreografie festgelegt für eine ganze Saison oder arbeitet ihr eigentlich immer dran, dass ihr bei einem neuen Wettbewerb vielleicht wieder was ausprobiert? Also wir machen einmal dieselben Sprünge. Das wurde am Anfang so festgelegt, aber auch, weil es einfach am besten passt. Es gibt ja 5 Gruppen und man muss halt jede Gruppe einmal machen und kann also am Anfang machen wir 2 Pflichtsprünge, das heißt, sind 2 leichte Sprünge, die halt alle denselben Schwierigkeitsgrad haben. Das heißt, jedes Team macht diese Sprünge, kann sich aber auch aussuchen, welche. Und bei uns ist es halt so, wir machen zum Beispiel 3 Anlaufsprünge als Kürsprünge, als schwierige Sprünge. Das heißt, wir müssen dann die Standsprünge in der Pflicht machen, so dass halt jeder Sprung einmal oder jede Gruppe einmal besetzt wird. Und deswegen hat man da teilweise gar nicht mal so viel Spielraum, weil wenn zum Beispiel bei mir ist es oder bei uns ist es halt so, dass wir halt die Sprünge aus dem Anlauf halt besser können und dann ist es halt, wäre es halt nicht schlau, wenn wir dann halt den Standsprung als Kür machen oder als schwierigen Sprung machen würden, weil wir den zum Beispiel nicht so gut können. Also im Synchron sucht man sich wirklich diese Sprünge aus, die man am besten drauf hat und die macht man dann, weil es ist ja nicht so wie im Einzel, wo man alle 5 schwierigen Sprünge macht, sondern im Synchron sind es wirklich nur 3 und da sucht sich halt jedes Team die leicht oder die besten Sprünge aus und natürlich kann man es immer ändern, also es ist irgendwie nicht vorgeschrieben, was wir machen müssen, aber meistens werden die Sprünge halt beibehalten. Genau. Du hast eben gesagt, ihr seid dann eigentlich schon im Finale. Beim Weltcup in Doha habt ihr mal dran geschnuppert, da seid ihr Vierte geworden. Träumst du so manchmal mit Lena zusammen, dass ihr da auf dem Podest steht? Nee, also wir reden schon eigentlich über sowas nicht, weil am Ende ist es halt so, es kann schon viel passieren bei den Synchronspringen. Und ich glaube, wir sind beide dann nicht so diejenigen, dass wir vorher schon so sagen, ja, das wäre, also ich glaube, wir denken beide daran und stellen uns vielleicht vor, wie das wäre, aber wir reden nicht darüber offen, weil ich glaube, es ist einfach, nee, also ich bin nicht so die Person, die das macht. Lena macht es auch nicht, dass wir schon so vorher sagen, ja, wie geil wäre das? Nee, wir konzentrieren uns halt lieber, glaube ich, darauf zu trainieren und dann, wenn wir halt gut genug sind, dann ist es halt sehr schön, wenn es so kommt, aber ich glaube, vorher darüber reden ist, glaube ich, nicht so unser Ding. Was denkst du, was im Einzel möglich ist bei dir vom 3-Meter-Brett? Also mein Ziel ist, das Finale zu erreichen, weil ja, ich bin ja tatsächlich gar nicht mal so die erfahrene Einzelspringerin. Ich bin ja immer nur bei einer WM 1 Meter gesprungen und deswegen muss ich mal gucken, wie ich damit dann klarkomme, weil meistens ja immer Lena und Saskia gesprungen sind. Und ja, also, dass ich meine Sprünge kann, weiß ich ja, aber sie müssen halt ja auch an diesem Tag alle halt passen und ja, mal gucken, aber mein Ziel ist auf jeden Fall der Finaleinzug und mal gucken, ob ich das schaffen kann oder nicht. Wo ist denn dann der größte Unterschied zwischen 1 Meter Brett und 3 Meter Brett für eine Athletin? Du hast eben gesagt, du hast ja 1 Meter gesprungen, jetzt dann die 3 Meter bei Olympia. Ist für dich die größte Umstellung? Naja, also 1 Meter ist halt eher so unwichtig, das sagen halt alle. Also 1 Meter ist halt nicht olympisch. Deswegen ist es halt so eine Disziplin, die nur bei einer WM dabei ist oder bei einer EM. Man macht halt dort leichte, also dadurch, dass halt weniger Zeit ist, macht man halt auch leichtere Sprünge dort, was auch, also logischerweise. Und dadurch, dass halt auch jeder denselben Sprung macht, obwohl es bei den Frauen mittlerweile bei 3 Meter genauso ist, man muss halt wirklich bei 1 Meter perfekt springen, um so eine Medaille zu gewinnen, weil halt alle dieselben Sprünge machen.
Und schon ein kleiner Fehler kann halt einen komplett raushauen. Und bei 3 Meter ist es halt nicht ganz so. Bei 3 Meter kann ein kleiner Fehler einen vielleicht ein bisschen nach hinten werfen, aber man hat immer noch eine Chance am Ende auf eine Medaille. Und bei 1 Meter ist es halt dann, bist du halt komplett raus, wenn du da einmal einen schlechten Sprung machst. Was glaubst du denn, wie viele Sprünge du schon in deiner Karriere gemacht hast? Wie oft bist du Boah. schon ins Becken gesprungen? Schwierig. Ich weiß es gar nicht. Also wir müssen ja so eine Dokumentation machen, wo wir jeden Tag eintragen, wie viele Sprünge wir machen. Aber wie viele ich, seit ich angefangen habe, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tausende. Ja, sehr viele auf jeden Fall. Also ich glaube, wir machen so eine Einheit, kommt natürlich drauf an, so 50 Sprünge vielleicht. Kommt drauf an, wie schnell man halt springt, aber früher hat man ja auch nicht so viele Sprünge gemacht, weil früher sind wir ja auch, waren es auch große Trainingsgruppen, wenige Trainer, und dann schafft man logischerweise nicht so viel, wie wenn ich jetzt halt mit meinem Trainer alleine bin oder halt nur zu zweit, zu dritt trainiere. Deswegen, aber schon sehr, sehr viele. Also ich bin so schlecht im Schätzen, aber sind sehr viele auf jeden Fall. Wann hast du so hochleistungsmäßig mit Wasserspringen angefangen? Wann hat sich das so entwickelt zwischen, ja, ein bisschen rumplumpsen, aber jetzt aber mal richtig Wettbewerbe? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so genau. Ich weiß halt, dass ich früher nicht gut war. Also ich bin immer Letzte geworden früher, und dann, aber halt als alle aufgehört haben, habe ich halt weitergemacht immer und durchgezogen. Und ich glaube, so richtig gut bin ich, glaube ich, erst so in der B-Jugend geworden. Also als ich in die B-Jugend kam, ich war in der C-Jugend, glaube ich, okay, aber ich glaube, in der B-Jugend, wo es dann wirklich auf diese ganzen Jugendwettkämpfe zukam, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen gefangen, und dann bin ich auch immer unter den ersten beiden gewesen in Deutschland und durfte dann halt auch immer zu den Jugend-Europameisterschaften fahren. Und ich glaube, da hat das so angefangen, dass ich wirklich auch ganz gut geworden bin. Wenn man jetzt Ja. überlegt, du bist erst seit 2 Jahren eigentlich bei den Seniorinnen, hast bei einer EM eben einen vierten Platz belegt, auch nicht schlecht. Wie viel Potenzial hast du denn noch? Du kannst dann noch, wie viel, das sind wahrscheinlich auch 30-Jährige dabei, kannst du noch 10, 15 Jahre springen, oder? Ja, also mittlerweile, glaube ich, bin ich auch schon wirklich erfahrener. Aber dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel keine richtige EM hatten, haben wir halt diese Medaillen da nicht. Weil ich glaube, mittlerweile könnte ich vielleicht schon auf eine EM-Medaille zugehen. Dadurch, dass aber dieses Jahr wir unser B-Team ja zur EM geschickt haben, damit wir uns halt auf Olympia vorbereiten können. Letztes Jahr bin ich nur 1 Meter gesprungen. Ich weiß nicht. Ich glaube, mittlerweile bin ich auch ein bisschen vom Kopf her ein bisschen reifer geworden und könnte auch schon da in die Richtung gehen. Aber ich glaube, Richtung WM-Medaille ist auf jeden Fall schwer. Von 1 Meter bin ich zwar Vierte geworden, aber ja, weiß ich nicht. Es kommt halt auch immer auf den Tag drauf an, weil manchmal gibt es halt einen Wettkampf und da fühlt man sich gar nicht fit. Und dann springt man halt auch nicht gut, und an manchen Tagen hat man so einen guten Tag. Und ja. Dann gibt es ja noch Wasserspringen verwandt, solche Sachen wie Cliff Diving, sowas Verrücktes zu machen. Hast du sowas mal Bock? Nee, auf keinen Fall. Nee? Nee, so, da sehe ich mich gar nicht. Also ich würde nicht mehr von 10 Meter springen. Also ich glaube, hätte ich das von früh an gelernt, von 10 Meter zu springen, würde ich da jetzt auch springen. Aber mittlerweile würde jetzt jemand sagen, dass ich auf 10 Meter gehen soll. Ich hätte so Angst. Also ich bin schon ganz froh darüber, dass ich von 3 Meter springe. Und ich möchte auch wirklich nicht von höher springen im Wettkampf. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da meine Höhe habe. Und das reicht mir auch. Weißt du noch, man kennt das ja so auch von in Schwimmbädern, Kinder, die Angst haben, auf ein 1 Meter oder auf ein 3 Meter Brett zu gehen, von 10 Meter Turm will ich mal gar nicht reden. Erinnerst du dich noch bei dir, wie das war, als du zum ersten Mal da hochgestiefelt bist? Hattest du auch Ängste oder war das alles für dich easy und hast du gleich deinen Dreifach-Schraube-Salto gemacht oder keine Nee. Ahnung? Also ich weiß gar nicht von 10 Meter, wie das war, aber ich weiß genau, dass ich, als ich schwimmen gelernt habe, am Anfang mich nicht getraut habe, von 1 Meter zu springen.
Aber dann am Ende habe ich es dann doch gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das war damals. Ich habe da irgendwie gar keine Erinnerung richtig dran an meine so Jugendzeit. Aber ich war früher, was ich halt noch, wo ich mich noch gut daran erinnern kann, ich hatte früher sehr viel Angst und habe auch viele Sprünge einfach so nicht gemacht und halt verweigert, weil ich einfach so Angst hatte. Da hatte ich wirklich monatelang richtige Probleme mit. Das war, glaube ich, so in der C-Jugend. Aber dann irgendwann hat sich das auch geklärt. Manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit einfach. Also manchmal heilt die Zeit sozusagen alle Wunden, ob das jetzt von irgendeinem, sag ich mal, Trauma ist, wenn man mal blöd aufgekommen ist oder so. Aber durch die Zeit, glaube ich, ist es dann irgendwann, oder auch durch verständnisvolle Tränen, das ist auch wichtig. Das hilft einem dann auf jeden Fall. Also, genau. Wie ist das heute? Mein gut, Angst wirst du nicht mehr haben, wenn du da hochgehst. Das wäre auch ziemlich schlecht bei Wettbewerben. Aber hast du immer noch Respekt, weil du gesagt hast, es kann ja was passieren, man kann schlecht aufkommen, man kann sich verletzen, dass man mit einem gehörigen Respekt dann da oben am Brett steht? Also bei mir ist es vor allem so, wenn ich die Sprünge lang nicht gemacht habe, dann habe ich schon doch noch ein bisschen Angst. Aber im Wettkampf habe ich, glaube ich, eher so Angst vor diesen Anläufen. Also ich habe halt Angst, beziehungsweise was heißt Angst? Ich bin einfach aufgeregt und ich habe halt Angst, dass durch diese Aufregung, dass ich mir das ein bisschen vermassel, weil wenn man halt aufgeregt ist, dann tendiert man wirklich eher dazu, so ein bisschen vorsichtig zu springen und das darf halt einfach nicht sein. Ja, also ich versuche halt das weg, wirklich wegzudenken, weil ich weiß ja theoretisch, dass ich das wirklich gut kann und dass ich auch die Sprünge gut kann. Und ja, das ist halt das Wichtigste eigentlich im Wettkampf, dass man sich da nicht von seiner Angst irgendwie, dass die Angst einen bestimmt, sag ich mal, sondern dass wirklich man das vielleicht auch ein bisschen runterschluckt und dann selbstbewusst, auch wenn man nicht selbstbewusst ist, aber wirklich so ja, tut, als wäre man selbstbewusst und so aufs Brett geht. Und dann glaube ich, ist das auch für die Kampfrichter dann vielleicht auch noch ein besseres Zeichen, wenn man selbstbewusst aussieht, als würde man aussehen, als würde man sich gleich in die Hose machen und lieber weglaufen. Also ja. Hast du irgendein Ritual vor jedem Sprung? Oder wenn du an dem Tag in die Halle kommst oder zum ersten Mal das Wasser berührst, gibt es da irgendwas, was du immer machst? Nee, ich glaube sogar, also ich glaube nicht, aber ich habe halt natürlich eine Routine vorm Sprung oder im Wettkampf. Also ich höre halt immer Musik im Wettkampf. Dann, das ist halt so meine Routine sonst. Ich mache auch immer Seilspringen im Wettkampf, gerade bei längeren Wettkämpfen. Da sitzt man ja zwischendurch und dann vorm Sprung, damit man mal wieder ein bisschen warm wird, fangen wir uns halt ein bisschen an zu erwärmen. Und da mache ich gerne Seilspringen. Ich habe immer mein Seil mit. Und ja, erwärme halt auch meine Fußgelenke, weil das halt für die ja super ist. Ich achte auch immer darauf, dass ich mein Knie wirklich erwärme halt, mit dem ich halt einbeinig springe im Anlauf. Und ja, das sind so meine Basics, sag ich mal, die ich halt immer mache. Sonst glaube ich, ist eigentlich mache ich sonst, glaube ich, nichts. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Hast du immer die gleiche Playlist, was Musik angeht, oder völlig egal, Hauptsache Musik? Ich habe mir mal so eine erstellt. Da sind halt einfach Lieder drin, die ich wirklich mitsingen kann, die ich fast auswendig kann und die mir einfach gute Laune machen. Also ich glaube, ich höre immer dieselben Lieder. Ja. Du hast gesagt, das Seil muss immer mit. Was kommt noch immer mit in den Koffer? Jetzt gerade nach Paris. Was darf auf keinen Fall fehlen? Also erstmal mein Lappen natürlich. Damit trocknen wir uns ja so ab und so zwischendurch, zwischen den Sprüngen. Ein Badeanzug, glaube ich, wäre auch Sinn. ganz gut. Sonst halt, ich lese auch relativ gerne. Also ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Bücher holen vor Paris. Einfach zum Runterkommen auch. Sonst muss ich, glaube ich, mal überlegen. Kopfhörer. Ich glaube, das sind so meine die wichtigsten Sachen so in meinem Koffer dann. Ja. Meinen Lappen, das ist natürlich, das hat noch bisher keiner gesagt. Hast du eine besondere Beziehung zu deinem Lappen? Ist das irgendwie wie ein Stofftier? Das ist mein Lappen, das ist mein Glücksbringer. Ist das so ein bisschen sowas? Naja, also das ist halt so ein, also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt einen
meinen wir jetzt vergessen würde und mit einem anderen springen würde von jemand Fremdes, ich glaube, das wäre schon nicht dasselbe so. Aber das ist jetzt nicht wie so ein Stofftier, dass wir damit abends ins Bett gehen oder so. Also es ist halt, wir trocknen uns halt zwischen den Sprüngen halt damit ab und das ist sozusagen wie ja, eine Sache, die wir halt einfach für unseren Sport brauchen. Auch im Training benutzen wir das ja also immer eigentlich. Deswegen, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so eine richtige Verbindung zu diesen Lappen haben, aber schon eine kleine Verbindung, glaube ich, auf jeden Fall. Genau, ja. Du hast eben gesagt, Paris kennst du, ist eine deiner Lieblingsstädte, wenn nicht sogar die Lieblingsstadt. Also da musst du jetzt nicht mehr großartig rumtingeln während Olympia, weil du ja alles kennst. Aber das olympische Dorf ist für dich neu. Gibt es jemanden, den du da unbedingt gerne mal treffen möchtest von den anderen Sportarten, irgendwie einen Sportler? Muss ich wirklich mal überlegen. Also eigentlich so Simone Biles wäre schon eigentlich ganz cool zu treffen. Also ich gucke wirklich gerne Turnen, mich interessiert es auch. Und wenn ich es schaffe, dann würde ich auch wirklich gerne mal beim Turnen zugucken. Und sonst, ehrlich gesagt, müsste ich da wirklich mal überlegen. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, ich könnte da schon noch, wenn ich jetzt mal überlegen würde, schon ein paar Leute noch aufzählen. Ja. Aber aus dem Stegreif könnte ich jetzt, glaube ich, gar keinen mehr so richtig Ich glaube, die sagen. laufen da einem über die Füße und sagen mal, wow, das ist ja jetzt, was ist der Alex Zverev? Oh, aber guck mal, der Olympiasieger im Tennis, den, ich frage den Ja. jetzt, ob der Lust hat, mit mir in der Mensa einen Kaffee zu trinken oder wie gesagt ist. Habt ihr Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Doppelt, also wir haben ein Siebener-Zimmer. Mit zwei Schwimmerinnen werden wir eins haben und dann sind da halt noch zwei weitere Doppelzimmer und ein Einzelzimmer drin. Und ich werde logischerweise mit Lena in ein Zimmer gehen. Die Frage Also brauche ich nicht Doppelzimmer, stellen. aber ich finde auch ganz ehrlich, irgendwann wird es halt auch langweilig. Also ich glaube, 4 Wochen alleine auf einem Zimmer, glaube ich, wird irgendwann langweilig. Also da kann ich, glaube ich, froh sein, dass ich mit Lena bin dann. Und genau, mal gucken, ob wir uns irgendwann mal auf die Nerven gehen. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall nicht auf die Nerven gehen, wenn ihr zusammen oben auf den Brettern steht. Das ist, wäre doof. Macht einfach genau das Ja. Gleiche. Jeder genau das, was der andere auch macht. Dann habt ihr eine Riesenchance, da was zu holen. Und dafür drücken wir alle Daumen. Dir vor allen Dingen auch in der Einzelkonkurrenz. Bleib gesund. Hab viel Spaß in Paris. Dankeschön, vielen lieben Dank.